Hi und willkommen zurück zu Minecraft. Immer noch nee, zu Foot? GTA. GTA? Ja, zum neuen GTA-Update. Ist jetzt ein bisschen pixelig. Die Minecraft Special Edition. Mein Lamborghini steht draußen mit dem Panzer daneben. Cool, mein Insurgent steht auch draußen. Oh, mein Geld ist so viereckig geworden. Aha, war es auch schon vorher, ne? Oh Gott, ich bin pleite. Oh nein. Ah, kein Geld mehr, keine Waffen mehr, nur so komisches Zeug. Also, die Rollenverteilung haben wir beim letzten Mal gemacht. Der Kevin geht mit mir auf Wanderschaft. Ja! Malte, du gehst in den Keller. Wo ist denn der Keller? Draußen. Geht zum Levin. Draußen, was? Kommst du mit? Ich geh zum Levin in den Keller runter. Oh Gott. Entschuldigung. Warte, bevor wir alle anfangen, gehen wir erst schlafen. Ja. Weil ich würde dann doch den Safe Point haben für alle. Weil sonst war bis jetzt noch keiner im Bett. Wow. Und falls dann doch was passiert, Alter, dass wir zumindest einen Safe Point haben. Ich schlafe. Ja, warte. So, ich gehe hier mit rein. Ah, nee. Kevin! Ja, warte, ich muss gerade gucken, wo ich mein eigenes Schlafzimmer habe. Vielleicht unter ich. Alter. Ja, ist gut. Schlafen, Kevin. Was jetzt? Ja, alles gut. Jetzt bin ich da. Yay. Gut, jetzt ist es Tag, wir haben uns im Safe-Point. Guten Morgen. Los geht die Action. Party. Gute Action. Also gut. Nicht rein, raus hier. Ein Zombie. Ah, die sind draußen. Ja, die verburnen hoffentlich. Oh. Ja. Weißt du, dadurch, dass der Malte jetzt in meinem Schlafzimmer war, kam ich nicht mehr aus der Tür raus. Entschuldigung. Alter! Ich hab's aber heute. Was ist denn? Ich komme aus meinem eigenen Schlafzimmer nicht raus. Zweier und Levin sein Schlafzimmer, boah, ist ja Wurst. Ja, liegt wahrscheinlich daran. So. Kevin, du kommst mit raus und Malte, du auch? Du musst ein paar Spitzhacken mitnehmen. Okay. Ich komm nicht raus? Alter, ich hab's echt heute mit den Türen. Und ich brauche eine Fackel. Das ist voll irritierend. Wo sind Fackeln? Fackeln musst du dann noch machen. Hab ich dir keine gegeben? Jetzt. Warte mal. Ja, doch, 10 Stück hatte ich noch. Ein bisschen wenig, ja. Ach nee, ich hab die doch gebraucht, um das auszugleichen, da die Erweiterung des Lagers. Dani, seine Brücke sieht ganz cool aus mit dem Texture Pack. Wir haben das jetzt übrigens probiert mit dem Paket. Und die anderen haben das Paket also auch. Also. Doch aktiv. Braucht tatsächlich bloß einer machen und dann. Ich will meine Brücke auch gerne mal anschauen. Ja, die sieht ganz cool aus. Geil. Ja, das hat was mit dem Holz. Ja. Malte? Ja, ich muss so ein Fackeln machen. Mit Ich bin im Weg nicht. Jetzt. Bei dem Malte. Bilder vielleicht wieder wegmachen. Bei Malte sieht das aus mit cool. mit dem roten Balken, als wäre der gerade im Kampf oder so, oder angeschlagen oder so. Ja. Je nach Blickwinkel verändert sich dann der Balken. Hm? Naja, wenn losgeht, habe ich kein Brot mehr. Gut. Ja, ich habe noch die 32 Stück. Malte, ja, hier geht's dann in deine Buddel-Area. Tschüss! Und Kevin, wir gehen. Viel Spaß euch. Noch nirgendwo, ich hol kurz eine Karte. Bleib du da, Kevin. Grüße Levin, Malte, ne? Ja, klar, mach ich. Ich hab wieder keine Karte dabei. Ja, Karte genommen? Hatte ich keine mit? Ja, ich hab eine mit. Alles mitnehmen, auch cool, ne? So, ich hab eine Karte dabei. Und wir wandern mal in Richtung. Welche Farbe bin ich denn? Normalerweise weiß. Okay. Du bist also würde ich, weiß, ja. Dein Namenzug ist weiß, ja. Ja, dann würde ich sagen, wandern wir mal in diese Richtung. Hajo. Kata, wenn ihr jetzt dahin lauft, ne? Ja. Weitert sich unsere Karte auch dann, ne? Nein. Nur wenn ich, wenn ihr mir nachher eure gibt und ich dann wieder sie zurückgibt, dann ist sie aktualisiert. Hoppala. War das eine Nachricht? Nein, mein Wecker. Dass ich meine Medikamente nehmen muss. Bist du immer noch erkältet? Nee, meine anderen Medikamente. Meine Weiblichkeitsmedikamente. Die müssen ja täglich regelmäßig eingenommen werden. Jetzt habe ich auch jetzt. Wow, pass auf hier! Hier geht es. Wie war das noch mit der? Wie war das mit der gebückten Haltung nochmal? R3. Ja, weißt du. Das heißt, ich kann jetzt nicht runterfallen, ne? Jetzt kannst du nicht runterfallen, wenn du R3 hast, genau. Aber okay. Ich würde es trotzdem lassen. Nee,
Ja, ich hab's ausprobiert. Geh wieder zurück und dann, wenn du auf freier Fläche bist, drückst du wieder R3. So, weil aber krasse Sicht nach unten. Ja, ja. Ah, mich wundert, dass da unten aber Wasser ist. Ja gut, das ist halt Felsgebiet, wo halt... So. Wir laufen jetzt leider in die falsche Richtung. Wir müssen darüber laufen. Nee, wir laufen jetzt da lang. Ist mir Lust. Wir laufen jetzt Richtung Dschungel. Vielleicht finden wir ja sogar ein Dingens. Was? Erstmal Zombie gefunden in Kettenrüstung. Was hast du? Zombie gefunden in Kettenrüstung. Okay, cool. Da war ich gedroppt, leider. Kevin, schwimmen weißt du, ja, mit X. Hm. Bei Malte hört sich das jetzt so an, als wäre der wirklich irgendwo im Keller. Ja. Warum? Irgendwo unterwegs. Ja, ja, ich bin daheim. Das hört sich so blechern ein bisschen bei dir an. Ich weiß nicht, was das ist. Ja, es liegt irgendwo am Headset oder an den Einstellungen, definitiv. Das ist mir, wie gesagt, auch aufgefallen beim letzten Schneiden. Ja, ich bin noch im Keller, wenn ich zu Hause ist. Beim GTA. Ich habe auch eine Kellerwohnung und trotzdem höre ich mich nicht so ein. Wurde eingesperrt. Na cool. Oh. Das glauben wir, oder? Man weiß es nicht. In Wirklichkeit hängt das selber bloß am Kreuz. Ja, ja. Deine Freundin hat ihn irgendwo festgekettet. Du rennst mir hier nicht weg! Klick, klick! Kevin, du bist hinter mir, ja? Ja, ja, ich bin recht hinter dir. Okay. Warum habe ich Obsidian? Weil du es vor allem drauf wolltest, um was zu verzaubern. Nein, aber warum habe ich Obsidian dabei? Weil du wahrscheinlich die Schatzkiste geplündert hast und da war wahrscheinlich das Obsidian mit drin. Ah, okay. Wann macht das Sinn? Kevin, wenn ich zu schnell bin für dich, sagst du Bescheid. Ja, ja, alles gut, ich komme wieder, ja. Ich bin hier, wie gesagt, hier war ich schon mal. What? Ja, wo bist du? Guck mal da hinten. Da ist so ein Holzpflock auf einem Baum. Meinst du, was da rechts ist? Das sieht aus wie so ein Penis? Ja, so ein Kackstift nach oben. Da war, da war ich schon mal. Okay. Guck, dass wenn du irgendwie immer runter springst, nie ganz nach unten springst, weil das ist Fallschaden. Deswegen guck immer, dass du Stück für Stück von Baum zu Baum rüber jumpst. Oh. Au! Okay, das war zu viel. So, ich muss ein bisschen hochgraben. Aua! Ja, das ist genau das. Wie gesagt, achte drauf. Und achte auf deine Essensanzeige, dass die immer voll bleibt. Naja. Vor allem müssen wir gucken, dass wir, bevor es dunkel wird, aus dem Wald rauskommen, weil der Wald ist nämlich übel gefährlich bei Dunkelheit. Ach, nämlich Quatsch. Nämlich beheimatet der Creeper eigentlich. So, jetzt habe ich dich verloren. Alles. Du hast mich verloren? Ja, ich bin nämlich noch auf den Bäumen hier und suche gerade den Weg nach unten. Ja, dann... Hast du gerade ernsthaft gefragt, was Creeper sind? Ich? Ja. Nee, ich habe gesagt, wir sind doch Ritter, habe ich gesagt. Ja, wenn hier drüben. Achso. Ja, ja, okay, sehe dich. Ja. Ich weiß, was Creeper sind. Ja, ich habe mich schon gewundert. Au. Irgendwas, was Bum Bum macht. Hm, ah. Kleine grüne Männchen. Hm? Und keine Aliens. Erstmal pinkel da und dann macht's Boom. Wenn der sagt, du sollst leise sein, und dann geht's hoch. Ja, psst. Der arbeitet in der Bibliothek. Ja! Und danach geht er an die Decke, wenn du mich leise bist. Deswegen ist er auch so verbittert. Ja, richtig. Der guckt immer so grimmig, so wenn du laut bist oder sowas. Dann macht er erst psst. Und dann guckt er so komisch. Und dann explodiert er. Ach, ich bin an die Decke, weil er so laut ist. Ja. Dann macht es mit seinem Explodieren ganz anderen Sinn. Richtig. Oh, ich hätte vielleicht die Karte mitnehmen sollen, eine leere. Kevin, wie gesagt, wenn ich zu schnell bin, sagt Bescheid. Ja, ja, ja. Doch, wie gesagt. Ich rush hier jetzt erstmal ein bisschen durch, weil das ist hier nämlich alles noch... Scheiße gefährlich? Alles Gebiete, wo ich... keine Ahnung habe, was das eigentlich ist, weil das ist Sand und Dschungel. Eigentlich hätte ich mir ein Boot mitnehmen sollen. 10.000 Gänge, Alter. Harias ist. Könnte mir aber kurz ein Boot craften.
Kevin, kurze Rast, wir craften uns gerade ein Boot. Ja. Oh, eine Katze. Ah, ne, wir haben ja schon Katzen. Egal, mehr. Hunde haben wir, glaube ich, noch keine. Hunde hatten wir noch keine, stimmt. Zeit, ne? Ja, ja. So. Warte, Schwind, Kevin. Ich raste. Ich baue uns mal Schwind 2 Boote. Huch. So, komm mal mit an die Küste. Au. Ah. Wir haben keinen Stein mehr. Was? Kann ja fast nicht sein. Also gebrannten Stein. Das kann eher sein. Also keine Steine dürfte nicht sein, nee. Da sind genug drin. Pflastersteine haben wir in rausten Mengen. Sehr gut. Auf jeden Fall. Ich habe da fast einen kompletten Fels abgebaut, der da drin war. Ist jetzt. Bin da. Ja, ja. Ich baue uns schon 2 Boote. Hm? Eigentlich gerade dunkel? Es wird ein bisschen dunkel, ja. Okay, passiv. Setz hier ein Boot ins Wasser. Du gehst rein. Mit der linken unteren Schultertaste. Nein, das war falsch. Das war versenkt. Richtig. Da unten liegt's, geh schön runter und hol's. Jetzt setz es mit der Dingens. Vielleicht auch auftauchen, bevor du untergehst. Und ich muss wieder raus aus dem Wasser. Schwimm doch geschwind zum Land, genau. Ja, ja. Dann setzt das Boot kurz ins Wasser. So. Ins Wasser setzen. Will er nicht. Ins Wasser. Nicht. Ne, will er nicht. Der schlägt damit. Auf die andere Taste. Andere Taste. Jetzt. Oh, wie es auf einmal funktioniert. Ja, wenn du sagst mir rechte untere Schultertaste, drücke ich ganz an R2. Und damit hat er sich versenkt. Ich habe nichts gesagt, welche Taste. Wie gesagt, ins Wasser setzen. Gut, jetzt schwimmen wir mal hinterher. Fadenkreuz nach vorne und dann gib ihm bloß. Und dann gib ihm. Wir rudern jetzt einfach mal nur in die Richtung. Keine Ahnung, wo es uns lang verschlägt. Außerdem muss ich was essen. Boah, was ist denn das? Hm? Da leuchtet's unter Wasser. Ah, das könnten diese Unterwasserlampen da sein. Nee, das ist... Oh, ich sehe Lava und Obsidian. Das heißt, da ist ein Wasserfall unter der Dingens. Stimmt, es gibt ja jetzt diese Unterwasserburgen. Oh, da war ja ein Laden. Oh, und von der hatte ich... Da bin ich so jenseits erschrocken. Ich habe tatsächlich mal eine gefunden in der Welt. Und da kommt so ein komischer Kugelfisch, der umkreist dich. Und da bin ich so dermaßen tot erschrocken. Ich wusste nämlich nicht, was das für ein Vieh ist. Kugelfisch. Hm? Erde. So. Zumindest sind wir auf der hohen See, ist sicher. Stell dir mal vor, hier gibt's auch noch irgendwelche Viecher, die jetzt angreifen würden. So Seeschlangen oder. Kraken, so Riesenkraken, oder so. Ja. Haie oder sowas. Weil es natürlich auch geil wäre, ne? So ein Blauwal. So, Haie, ja, Blauwal, ich weiß auch nicht, aber Haie wäre übel. Also ein Orca oder so. Tintenfisch. Naja, guck, dass es nicht ramscht, weil jede kleinste Berührung mit irgendwas, auch wenn es eine Seerose ist, zerstört dein Boot. Okay. Ich bin auch so ein Dackel. Wollte ich 2 Kisten setzen? Was setze ich hin? 2 Öfen. Oh, toll. Ah, Mann. Das rechts aus sieht auch so aus, als wäre da eine Lawine gerade runtergegangen. Der Berg sieht geil aus, ja. Ja, das wollen wir aufbauen jetzt gerade.
Sah halt, wie gesagt, Richtung Lawine, wie eine Lawine aus. Wir schmeißen da fast kaputte Steinspitzhacken irgendwo rein. Keine Ahnung. Oh, da ist Pilzkuhland. Oh, Pilzkuhland, da ist sogar eine Pilzkuh. Eine Pilzkuh hat man, also das Biom hat man schon mal gefunden. Ja, wir haben ja auch eine Pilzkuh bei uns. Ja, deswegen. So, diesmal nehme ich wirklich die zwei Truhen. Oh, wir sind in einer Sackgasse, das bedeutet, wir müssen gleich zu Fuß weiter. Oh, ich war knapp, ja. Achso. Ich hätte dich fast gerammt. Aua. Du bist so plötzlich. Ja, ich muss ja lang gelegentlich ein bisschen auf die Karte gucken. So, ich würde jetzt eher sagen, dass wir hier kurz ein bisschen rasten und warten, bis die Sonne aufgeht, aber ich glaube, das dauert noch einen Moment. Sobald wir jetzt ans Land kommen, könnte das ein bisschen... Jetzt hätte ich gerne eine Angel. Ja, wäre nicht schlecht. Blup. Oder wie bei den Simpsons, wo der Homer da einmal kurz eben die Mückenlampe reinschmeißt, die Insektenlampe. alle Fische erstmal oben wieder. Ja, und du kannst mal langsam ans Ufer paddeln, aber bevor dein Boot zerschellt, steigst du dann aus mit R3. Ganz ehrlich, eigentlich bräuchten wir gar keinen Ofenraum. Wieso? Ja, ich könnte den Ofen auch direkt um die Kisten anbringen. Aber. Du verstehst, was ich meine, oder? Du läufst einfach an die Kiste ran, schmeißt in den Ofen das rein, was du brauchst, und es wird automatisch in die Kiste reingebrannt. Ja, aber es sieht doch ein bisschen luxuriöser aus, wenn man, wenn man das nicht gleich sieht, oder? Ja, gut. Hm? Ich hab eine Spinne gehört. Kevin, versuch, wenn wir tatsächlich kämpfen, ein bisschen Abstand von mir zu haben, weil ich hab Angst, dass du mich schlägst. Du stehst doch auf Schläge. Ja, aber nicht mit dem Schwert. Ja. Ich will's dir nur sagen. Schon klar, ich... Falls ich dich tatsächlich in den Kampf verwickeln sollte, halte entweder Abstand oder lass mich vor. Achte einfach auf alles, was sich hier bewegt, weil wie gesagt, ruckzuck ist ein... Hey, da ist irgendwas mit Namen drüber. Das bewegt sich. Oh, ich hatte gerade einen Fehler. Konnte gerade durch den Boden durchgucken und habe echt Angst gehabt, dass gerade unter uns Lava ist. Oh, okay. Vielleicht sollte ich ein Schwert auspacken und kein Boot. Also mein Boot schlagen. Hätte doch auch was. Kommt bestimmt gut. War die passende Musik dazu gerade. So gechillte Aufzugsmusik, weißt du? Und dann nachts durch den Dschungel. Bei mir ist genau das Gegenteil. Bei mir ist gerade laute Rockmusik. Also ganz ruhige Jazzmusik so. Wir bam, 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 bam. Oh nein, jetzt regnet's auch noch. Oh! Ein grüner Geselle. Huch? Das ist ja hübsch. Kommst du rüber? Ja komm, dann muss ich nicht rüberkommen, sonst kriege ich nasse Füße. Komm jetzt. Oh. Man geht auch freundlicher. Ja, mach Boom, mein Freund. Oh, im Wasser ist wieder sowas von Wurst. Oh, wir haben blaue Pflanzen gefunden. Nice, mitbringen. Ja, mach mal. Sind das? Keine Ahnung. Blaue Orchideen. Sehr schön. Oh, ein Slime. Mitbringen. Ja, machen wir auch. Ich glaube, unsere Suche hat sich schon mal sehr... Oh, mehr Slimes. Das ist ja schön. Hey, wenn die Slimes kannst auch du angreifen. So gefährlich sind die nicht. Okay. Das Viereckige, was da so kommt. Ja, schlag drauf, mach's platt. Muss mehrmals draufschlagen auf die Slimes, weil die von mir, wenn du einen tötest, dann ploppt der noch mehr auf. Wie sieht's eigentlich bei unserem Glückskrabber da unten aus?
Alles klar. Warte, ich höre auch nichts mehr, bist du schon lange tot? Ich habe jetzt einen Stack Eisen voll. Sehr gut, weil da kann ich nämlich Eisen verbrauchen für die Dinger.